So, es ist 14 Uhr und ich darf Sie herzlich willkommen heißen in unserem Webcast, in dem wir heute nochmal einen Überblick zu allen Themen rund um das Homeoffice geben möchten, damit Sie und Ihr Unternehmen für die kommenden Tage und Wochen bestens gewappnet sind. Mein Name ist Sebastian Schwab, ich bin Teil der Geschäftsleitung bei der Indasys und verantworte hauptsächlich den Vertrieb von Netzwerk- und Security-Lösungen. Ich selbst arbeite mittlerweile sehr viel aus dem Homeoffice und habe daher die Transformation, vor der viele nun stehen, auch selbst durchlaufen. In meinem Team arbeiten auch viele Mitarbeiter von zu Hause. Es hat eine lange Zeit gedauert, aber es hat sich mittlerweile sehr gut eingespielt. Zwei allgemeine Punkte vorab. Sie haben den Hinweis eventuell eben schon gesehen. Wir zeichnen den Webcast auf und stellen ihn später dann für alle, die nicht daran teilnehmen können, online zur Verfügung. Falls während meines Vortrags Fragen aufkommen, nutzen Sie doch bitte die Chat-Funktion. Ich werde auf die Frage dann, wenn nötig, sofort oder am Ende des Webcasts eingehen. Die heutige Agenda umfasst allgemeine, aber auch technische Themen. Viele davon sind Ihnen sicherlich inhaltlich schon bekannt, aber eine immer wiederkehrende kleine Erinnerung an gewisse Punkte ist wichtig. So beinhaltet die Agenda heute auch noch einmal Datenschutz und Passwortrichtlinien. Wir möchten Sie aber auch über alternative Kommunikationsmöglichkeiten informieren, damit der Informationsfluss in Ihrem Unternehmen nie abbricht. Steigen wir gleich ins erste Thema ein. Das Arbeitsumfeld, wenn man es so nennen kann. Damit Sie und Ihre Mitarbeiter sich bestens auf die Arbeit zu Hause konzentrieren können, sollten Sie sich am besten in einem eigenen Raum zurückziehen können. Ist das nicht möglich, schaffen Sie sich eine Ecke, in der Sie arbeiten. Sind Sie in der Ecke, sind Sie am Arbeiten. Sind Sie nicht am Arbeiten. Menschliche Psyche braucht Abstraktion. Wenn jemand auf die Kinder aufpassen muss, sind Unternehmen aktuell sicher bereit, flexible Modelle zu vereinbaren. Ich habe gelernt, dass meine Mitarbeiter im Homeoffice nicht ständig vor dem Rechner sitzen. Wenn der Paketbote klingelt, dann meldet er sich nicht vorher an und kommt auch nur sehr selten in der Mittagspause. Gönnen Sie Ihren Mitarbeitern die Zeit. In den meisten Fällen hängt er oder sie die hinten sowieso wieder dran. Das Wichtigste ist ja sowieso, die Arbeit muss erledigt werden. Aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Sicht, sollte es überhaupt gar kein unverschlüsseltes Wireless-LAN mehr geben. Aber manchmal sieht man das doch noch in privaten Haushalten. Weisen Sie Ihre Mitarbeiter noch einmal darauf hin, denn nur eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bietet ein Maximum an Sicherheit. Als generelle Regel gilt, nutzen Sie keine Privatgeräte. Sie wissen nicht, was Sie sich als Unternehmen ins Haus holen. Wie wir sie im Zweifelsfall doch noch nutzen können, dazu kommen wir später noch. Wenn der aktuelle Zustand anhält, wir dürfen den Aspekt der Ergonomie nicht außer Acht lassen. Weder als Mitarbeiter noch als Vorgesetzter. Mit dem Notebook am Küchentisch, während die Kinder spielen, das hat nur ganz, ganz wenig mit Ergonomie zu tun. Wir mal so ein bisschen zum Thema Routine. Der Mensch ist, wie wir wissen, ein Gewohnheitstier. Auch im Homeoffice gilt, wird der Tag nicht richtig gestartet, dann wird es auch selten nur was mit der Arbeit. Definieren Sie sich am besten Rituale, um sich selbst zu zeigen, ab jetzt wird gearbeitet. Ich selber hatte dafür zwei Hilfen und habe die auch immer noch. Das auf der einen Seite sind meine Kinder und auf der anderen Seite meine Hunde. Normalerweise startet mein Arbeitstag um 8:30 Uhr. Heißt für mich, gegen 8 sind die Kids im Kindergarten, dann noch 15 Minuten mit den Hunden raus, frischen Kaffee zapfen und ab ins Büro. Auch wenn das zu Hause ist. Die Wissenschaft hat uns schon bewiesen, unsere Kleidung beeinflusst nicht nur unser eigenes Empfinden, sondern auch, wie wir uns ausdrücken, wenn wir mit anderen reden. Gerade bei Telefonaten mit Kunden ist es wichtig, gut gekleidet zu sein, selbst wenn man gar nicht gesehen wird. Zudem am besten eine aufrechte Haltung einnehmen, denn das beeinflusst ebenfalls den eigenen Tonfall. Und was Sie jetzt alle nicht sehen können, weil ich meine Kamera nicht so rumgedreht habe, ich präsentiere aktuell im Stehen. Das sieht für die Nachbarn, die mich durchs Fenster sehen, vielleicht lustig aus.
Aber ich habe das so gelernt. Ne? Egal, ob mein Publikum jetzt nativ oder digital vor mir sitzt, ich fühle mich wohler im Stehen. Vergessen Sie nicht Ihre Pause. Ihr Körper ist es gewohnt. Planen Sie Zeit zur Zubereitung von Mahlzeiten ein, denn ich glaube, weder bei Ihnen noch bei mir zu Hause gibt es irgendwo eine Kantine. Frische Luft tut gut. Einfach auch mal in der Mittagspause spazieren gehen und den Körper wieder mit Sauerstoff zu versorgen. Thema Leistung und Kontrolle. Ich habe in der Tagesschau einen interessanten Artikel gelesen, der ganz klar gemacht hat, wie sehr man zu Hause auch kontrolliert werden darf. Die Tagesschau schrieb dazu, der Arbeitnehmer hat grundsätzlich auch aus dem Homeoffice die gleiche Arbeitszeit zu leisten wie im Büro. Dafür müssen Arbeitnehmer ihre Arbeitszeiten, Pausen und Feierabend dokumentieren. Ansonsten gilt sehr viel Vertrauen. Als Chef muss ich darauf vertrauen können, dass meine Mitarbeiter auch wirklich arbeiten und ihre Arbeit erledigen, wohingegen die Mitarbeiter darauf vertrauen dürfen, nicht von mir übermäßig überwacht zu werden. Die Leistung zu Hause darf der Arbeitgeber stichprobenartig prüfen. Dabei werden zum Beispiel Videokonferenzen oder Telefonate zweimal am Tag als angemessen betrachtet. Und auch der Besuch vom Chef zu Hause wäre zulässig. Der Arbeitgeber hat die Sorgfaltspflicht, die Einhaltung von Sicherheits- und Datenschutzstandards, aber auch des Arbeitsschutzes zu prüfen. Hier ist der deutsche Gesetzgeber leider noch ein wenig hinterher und macht es allen in manchen Punkten schwer. Der Arbeitgeber wird, nur weil jemand vom Homeoffice aus arbeitet, nicht von seiner Sorgfaltspflicht entbunden. Arbeitszeitgesetze gelten weiterhin. Strikt nach dem Gesetz betrachtet, geht es zum Beispiel nicht, dass man abends noch was dranhängt bis 9 und dann um 7 wieder anfängt, um zwischendurch vielleicht mal länger mit den Kindern zu spielen. Denn dann hat man die 11 Stunden Ruhepause zwischen den Tagen nicht eingehalten. Ich hoffe, dass die Bundesregierung hier die aktuelle Chance, auf vielleicht kürzeren Wegen Gesetze anzupassen, sich nicht entgehen lässt. Andere Länder haben dafür schon seit vielen Jahren Lösungen gefunden. Weiter geht's mit Datenschutz. Wir alle sollten verantwortlich mit einer Erkrankung umgehen, aber auch Kollegen schützen. Generell sind Details über den Gesundheitszustand und die Art der Erkrankung nicht zwingend dem Arbeitgeber mitzuteilen. Man bleibt Herr seiner eigenen Daten. Der Arbeitgeber sollte aber zur Eindämmung der Ausbreitung, zum Beispiel des Coronavirus, über eine Infektion in Kenntnis gesetzt werden. Es ist aber kein Muss. Im Falle einer Pandemie muss dagegen der Arbeitgeber eben auch für die Kollegen sorgen. Und das kann er nicht, wenn er nicht umfänglich über Erkrankungen und Kontakte von Erkrankten informiert wird. Ein Unternehmen darf sogar unter Umständen dieses Detail weitergeben. Aber Achtung, hier droht eventuelle Stigmatisierung der Betroffenen. Da nur, wenn direkte Gefahr für andere Angestellten droht. Physischer Datenschutz auch im Homeoffice zu bedenken. Wenn Sie Unterlagen nicht benötigen, dann packen Sie die am besten wieder ein. Wenn Sie Unterlagen überhaupt nicht mehr benötigen, dann müssen Sie diese auch sicher vernichten. Heißt, wenn Sie zu Hause keinen Schredder haben, eventuell die Unterlagen sicher aufbewahren und irgendwann, wenn Sie wieder ins Büro dürfen, sie im Büro zu schreddern. Denken Sie an Auflagen Ihres Unternehmens bezüglich der Einstufung von Daten. Das gilt auch für Ehepartner und andere Familienangehörige. Geheime Dokumente sind auch zu Hause geheim zu halten. Eventuell müssen Entwicklungsdokumente oder Prototypen sogar in einen Safe. Nehmen Sie prinzipiell Abstand von Fotos von ihrer Familie, während Unterlagen auf dem Tisch liegen. Sie wären sicher nicht der Erste, der im Hintergrund aus Versehen vertrauliche Dokumente oder Passwörter in sozialen Netzwerken verteilt. Das gilt natürlich auch für Videokonferenzen. Microsoft Teams bietet hier ein tolles Feature. Das heißt, meinen Hintergrund weichzeichnen. Auf dem Bild sehen Sie es auf Englisch, das ist Blur My Background. Aber damit wird, wie man auf dem Foto auch erkennen kann, on the fly der Hintergrund verschleiert und nur noch der Mensch im Vordergrund bleibt scharf.
Generell gilt ja aus dem Datenschutz bereits, dass Datenträger und Laufwerke, die ein Unternehmen verlassen, verschlüsselt sein müssen. Informieren Sie nochmal Ihre Mitarbeiter, sinnvoll und sensibel mit Datenträgern umzugehen. Schulen Sie auch Mitarbeiter noch einmal darauf, dass Verbindungen möglichst verschlüsselt sein sollten. Also achten Sie auf das S bei HTTP und eine VPN-Verbindung. Ein sehr wichtiger Aspekt, der schnell mal hinten runterfallen kann beim Schutz von Daten, ist ein Backup. Wer denkt schon schnell daran, wenn alle Mitarbeiter ganz schnell ein Notebook bekommen? Auch die müssen alle gesichert sein. Der Hersteller Veeam unterstützt Sie in diesem Punkt mit kostenlosem Backup Ihrer mobilen Windows-Workstations. Die Sicherung der Clients wird per VPN direkt in Ihrem Backup-Repository in Ihrem Rechenzentrum gelagert und damit sind Sie immer Herr der Daten. Nochmal zur Erinnerung, alle Passwörter sollten sicher sein. Was gehört alles dazu? Hier die gängigsten Richtlinien. Die ersten drei sind sicher in nahezu jedem Unternehmen implementiert. Beim periodischen Ändern der Passwörter hat auch das BSI, also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, vor kurzem schon bemerkt, dass dies eigentlich nur dazu führt, dass Passwörter mit einer Zahl aufhören, die dann nur noch hochgezählt wird. Sei es eine Kombination aus Monat und Jahr oder auch nur 1 bei der ersten Änderung, 2 bei der zweiten und so weiter. Ausprägung der Richtlinien gibt es sehr, sehr viele. Aber der wichtigste und alles andere schlagende Aspekt, ein Passwort darf nur dem Inhaber bekannt sein. Das gilt auch für One-Time-Passwörter bzw. Token. Kommen wir mal so ein bisschen dazu, unsere Belegschaft zu betrachten. Wir können diese in drei Gruppen unterteilen. Die erste Gruppe ist die der Standard-User. Ein Standard-User benötigt meist nur Zugriffe auf das E-Mail-Postfach, einzelne Office-Applikationen und wenige Unternehmensapplikationen. Sie haben selten einen hohen Anspruch an Hardware-Ressourcen und sind lieber maximal mobil. Die erste Gruppe macht bis zu 80% eines Unternehmens aus. Unser zweiter User-Typ ist der Power-User, eine deutlich kleinere Gruppe, die dafür aber deutlich höhere Ansprüche an Leistung und Hardware haben. Sie haben häufig lokale Applikationen für Entwicklung oder Zeichnungen. Hier reicht es meist nicht aus, auf einem Laptop zu arbeiten. Die dritte und letzte Gruppe ist die der Super-User. Sie benötigen viele Zugriffe auf unterschiedlichste Ressourcen. Wie sollten die also verbunden sein? Wenn man den Anforderungen der Standard-User an maximale Flexibilität und Mobilität gerecht werden möchte, ist das Setup relativ einfach. Hier reicht es aus, ein firmeneigenes Laptop auszuhändigen, das den unternehmenseigenen Sicherheitsrichtlinien entspricht. Auf diesem muss nur ein VPN-Client als Softwarestück installiert sein, das die Verbindung ins Unternehmensnetzwerk herstellt. Viele Hersteller haben hier ein Feature namens Always On oder ähnlich implementiert. Bei diesem erkennt der VPN-Client, sobald ein Notebook eine Internetverbindung hat und baut sofort den VPN-Tunnel ins Unternehmensnetz auf. Solange kein Split-Tunneling aktiviert ist, mit dem direkte Zugriffe auf das Internet erlaubt wären, surfen die Mitarbeiter dann immer über den Corporate-Anschluss und durchlaufen damit auch alle Firewall-Regeln, wie wenn sie im Büro wären. Für die Einwahl ins VPN wird dringend die Nutzung einer Zwei-Faktor-Authentifizierung empfohlen, sodass der Benutzer sich am Laptop anmeldet, aber einen sogenannten Token über eine Handy-App erhält, der bei jedem Zugriff neu generiert wird. Das schützt vor unbefugten Zugriffen, selbst wenn die Login-Daten eines Mitarbeiters ausgesperrt wurden. Diese Variante funktioniert natürlich auch über einen LTE-Zugang zum Internet. Der Power-User. Er hat größere Ansprüche an Performance und hat daher häufig auch einen PC als Workstation oder ein besser ausgestattetes Notebook. Für diese User-Gruppe bietet es sich an, einen Access Point mit integrierten LAN-Anschlüssen zu verwenden, der einen permanenten VPN-Tunnel ins Unternehmensnetz aufbaut. Damit hat der Mitarbeiter im Homeoffice mehr Flexibilität. Es wird dasselbe WLAN ausgestrahlt wie im Büro. Das bedeutet,
dass sich mobile Clients und auch Firmenhandys wie im Büro fühlen und sofort verbunden sind. Gleichzeitig kann aber auch eine Workstation angebunden werden. Durch den VPN-Tunnel gelten auch für diesen Mitarbeiter dieselben Firewall-Richtlinien wie im Büro. Für einen reibungslosen Ablauf können die Access Points im Unternehmen vorkonfiguriert werden, sodass der Mitarbeiter diese zu Hause nur noch mit dem vorhandenen Internetanschluss verbinden muss und sofort online ist. Die letzte, aber auch kleinste Gruppe ist die der Superuser. Superuser benötigen meist Zugriff auf viele Ebenen der Unternehmens-IT. Wie auf dem Bild dargestellt, arbeiten sie häufig mit mehreren Bildschirmen und haben eventuell auch ein Telefon auf dem Tisch stehen. Hier bietet es sich an, das Homeoffice mit einer eigenen kleinen Firewall auszustatten. Die Firewall bietet hier individuelle Richtlinien für den Zugriff von zu Hause auf kritische Unternehmensbereiche. So kann granular gesteuert werden, welcher Admin in welchen Bereich darf und welche Geräte und Applikationen des Admins erlaubt sind oder auch nicht. Damit schaffen wir ein hohes Maß an Sicherheit. Zusätzlich sollte auch ein Superuser für jede Applikation mit Administratorenberechtigung eine Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzen, wo immer sie angeboten wird. Da wir nun die Verbindungen der einzelnen Usergruppen besprochen haben, gehen wir noch kurz auf den Endpoint ein. Aus dem Datenschutz wissen wir, dass jedes Gerät, das das Unternehmen verlässt, verschlüsselt sein muss. Auf der Datenträgerebene gelingt es zum Beispiel mit den Tools BitLocker oder TrueCrypt. Beide Tools sind kostenfrei. BitLocker ist bereits in Windows integriert und kann zentral im Active Directory gepflegt werden. Damit sind die Schlüssel zur Wiederherstellung im Zweifelsfall im Unternehmen zentral abgelegt und gesichert. TrueCrypt bietet dafür im Gegensatz zu BitLocker auch die Möglichkeit, Dateisysteme von Linux und macOS zu verschlüsseln. Verschlüsselung ist nicht alles und manchmal sogar gar nicht gewünscht im Falle einer Ransomware bzw. eines Verschlüsselungstrojaners. Vor der nicht gewünschten Verschlüsselung und ähnlichen Bedrohungen schützen sogenannte EDR-Systeme, das sind Endpoint Detection und Response. Diese Systeme werden auch verhaltensbasierte Antivirus genannt, wobei Antivirus aus meiner Sicht hier das falsche Wort ist. Die Systeme schützen nicht nur vor Viren, sondern auch vor vielen anderen Arten von Bedrohungen. Sie beobachten jede Art von Bewegung und Dateien und Prozessen und beurteilen dieses Verhalten. Dass ein Word-Dokument eine Datei aus dem Internet herunterlädt, ist sehr verdächtig. Dass ein Notepad eine PowerShell-Skript im Hintergrund ausführt, ist sicher nicht gewünscht. SentinelOne. Das am schnellsten wachsende Unternehmen im Silicon Valley bietet hier genau die richtige Lösung. Mit ihrer Cloud-Managed Endpoint Protection hat sich der Hersteller bereits einen sehr guten Namen im Markt gemacht. SentinelOne hat extra für die Corona-Krise das Remote Work Programm ins Leben gerufen, mit dem sie so viele Lizenzen, wie sie benötigen, egal ob für das Büro oder den Privat-PC, kostenlos bekommen. Damit können sie jedes Gerät zentral verwalten und absichern. Das System ist innerhalb von Sekunden aufgesetzt und verteilt. Die Aktion gilt aktuell vom 16. März bis zum 15. Mai. Die URL müssen Sie nicht mitschreiben, die bekommen Sie im Nachgang noch per E-Mail. Wir erinnern uns an die erste Folie. Ich sagte, nutzen Sie keine Privatgeräte. Eine Kette ist immer nur so stark wie das schwächste Glied. Geräte, die nicht in eigener Hand liegen, sind das schwächste Glied. Sollte sich auf dem Gerät bereits ein Virus, Trojaner, Keylogger oder sonstiger Schädling eingenistet haben, lassen Sie diesen eventuell in Ihr Netzwerk. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass der Markt der Notebooks leer gefegt ist. Auch wir können derzeit nichts mehr liefern. Daher liegt es nahe, doch auf private Geräte auszuweichen. Eine Lösung, die die Arbeit mit einem privaten Laptop so sicher wie nur möglich macht, ist die Nutzung von VPN-Portalen. Die VPN-Portale arbeiten wie ein Proxy. Die Verbindungen selbst werden zwischen dem Applikations- oder File-Server und dem VPN-Portal erzeugt. In Richtung des PCs wird nur angezeigt.
Sie können über solche Portale einen sicheren Browser zur Verfügung stellen, den Zugriff auf einzelne Netzlaufwerke oder auch eine Remote-Desktop-Anwendung, die den Mitarbeiter direkt auf seinen PC im Büro zugreifen lassen kann. Für Schadsoftware wird es damit schwierig, Daten abzugreifen. Es wird auf dem Client eigentlich nur angezeigt und visuell dargestellte Informationen kann unser Gehirn verarbeiten, eine Software aber nicht lesen. Die Zugriffe auf Dateifreigaben können Sie zusätzlich absichern, indem alle Dateien, die von einem Client hochgeladen werden, mit einem Antivirus-Scan und einer Sandbox auf Herz und Nieren prüfen lassen. Sie können diese Portale pro Benutzer, Team oder Abteilung individuell gestalten und zusammenstellen, sodass der zugreifende Benutzer nur das sieht, was er für seine Arbeit braucht. Aber Achtung! Hat der private PC, der meist nicht so rigoros abgesichert ist wie ein Unternehmens-PC, sich bereits einen Keylogger eingefangen, liest dieser jegliche Logins, die der Mitarbeiter über seine Tastatur eingibt, mit. Jede Datei, die heruntergeladen wird, kann von einer vorhandenen Malware in ein Botnetz geschickt werden, um die gekaperten Daten später für eine Erpressung zu nutzen. Wie Sie sehen, das sollte wirklich die letzte Wahl sein. Kommen wir zum vorerst letzten Thema. Aber eine der wichtigsten Aufgaben aller Unternehmen zurzeit, die Kommunikation aufrechtzuerhalten. Wir laufen uns nicht mehr im Büro über den Weg. Wir sehen uns nicht mehr ständig. Schaffen Sie Kanäle, über die Sie mit Ihren Mitarbeitern und Kollegen im Austausch bleiben können. Schaffen Sie eventuell auch Kanäle, in denen lustige Fotos geteilt werden können. Denn keiner kann mehr die lustige Geschichte von gestern beim Rauchen erzählen. Halten Sie so Ihr Team zusammen. Dafür möchte ich kurz auf zwei Messenger hinweisen. Threema, ein Messenger, der ganz ohne Telefonnummern auskommt, dafür aber Geld kostet. Wenn ich es richtig im Kopf habe, 3,49 € pro Installation. Threema gilt aktuell als der sicherste Messenger, da Verbindungen Ende zu Ende verschlüsselt sind. Ich kenne sogar Unternehmen, die ihren Mitarbeitern und externen das Geld für die Installation von Threema bezahlen, damit keiner seine private Telefonnummer rausrücken muss, aber in Kontakt bleibt. Telegram ist ein kostenloser Messenger, der aber eine Telefonnummer für die Erstellung des Accounts benötigt. In Telegram selbst können Sie dann aber Gruppen anlegen, ohne dass die Nummern der anderen Teilnehmer gesehen werden können. Sie versenden an jeden nur einen Link zur Teilnahme an die Gruppe, damit er einsteigen kann. Das waren prinzipiell schon die Themen. Zusammengefasst zeigt diese Grafik vom Hersteller Proofpoint noch einmal ganz gut, worauf es ankommt. Seien Sie generell vorsichtig beim Klicken von Links. Vertrauen Sie keiner E-Mail und hinterfragen Sie lieber zweimal, ob Sie einen Link zu einer E-Mail wirklich anklicken möchten oder sollten. Derzeit nutzen sehr viele Cyberkriminelle den Coronavirus, um Spam-Mails zu verschicken. Wenn es darum geht, Geld zu überweisen, macht es bei unbekannten Verbindungen generell Sinn, die Transaktionsdaten wie IBAN und Bank vorher telefonisch zu validieren. Nutzen Sie dafür aber bitte Kontaktdaten, die Sie nicht von der Rechnung nehmen, die Sie eben erhalten haben, denn auch diese können ausgetauscht worden sein. PDFs lassen sich sehr leicht manipulieren und der Betrüger muss dazu nicht mal in Ihrem System sein. Er kann auch auf der Seite des Versenders sitzen. Ein kleiner Exkurs an der Stelle. Google hat uns schon in einem Experiment gezeigt, dass ein Computer Termine in Friseurläden buchen kann, ohne dass auf der Seite von Google ein Mensch im Gespräch interagiert hat und noch dazu ohne, dass es der Angerufene im Friseurladen bemerkt hat, dass er mit einer künstlichen Intelligenz telefoniert. Der Computer hat dazu auch menschliche Verhaltensmuster gezeigt, wie vor einer Antwort ein kurzes oder auch Moment, ich schaue in den Terminkalender, was einen kleinen Moment dauert, aber dauert ja eigentlich bei Google oder bei einer künstlichen Intelligenz überhaupt nicht, weil der elektronische Kalender muss ja nicht blättern. Aber das alles hat dazu geführt, dass er wie ein normaler menschlicher Anrufer gewirkt hat. Deswegen vertrauen Sie auch den Telefonnummern in PDFs nicht. Verwenden Sie sichere Passwörter.
Das Thema hatten wir ja auch. Achten Sie bitte vor allem darauf, dass ein Passwort nur Ihnen bekannt ist. Nutzen Sie WPA als Verschlüsselungsmechanismus für Ihr WLAN zu Hause und schützen Sie vor allem Ihren VPN-Zugang. Mit den Zugangsdaten Ihrer VPN-Verbindung muss ein Cyberkrimineller kein Fenster mehr einschlagen, denn er spaziert ja einfach zum Haupteingang rein. Ich hätte Ihnen gern am Ende jetzt die Lösung für alle angesprochenen Punkte präsentiert. Ein paar kostenfreie Tools habe ich Ihnen ja schon gezeigt. Aber um eine passende Gesamtlösung oder einen einzelnen Baustein zu Ihrer bestehenden Lösung für Sie zu finden, sprechen Sie uns bitte an. Wir haben in den letzten Tagen noch einmal sehr deutlich gesehen, dass jeder Kunde individuelle Anforderungen hat und es keine Standardlösung gibt. Aber die Hersteller und wir sind in der aktuellen Situation gerne auch bereit, hier hohe Discounts zu gewähren, um uns gegenseitig in diesen Zeiten große Herausforderungen zu unterstützen. Ich bin mit meinem Inhalt am Ende. Im Chat sehe ich noch keine Fragen. Dafür wäre jetzt die richtige Zeit. Noch kommt keine Frage? Schauen wir mal. Vielleicht kommt ja gleich noch eine. Ich möchte Sie noch auf unseren nächsten Webcast hinweisen. Am 22. April geht es um das Thema Insider Threat Management. Gemeinsam mit dem Hersteller Proofpoint möchten wir Ihnen eine Lösung zeigen, mit der Sie sich und Ihr Unternehmen gegen Bedrohungen von innen schützen können. Und zum Schluss noch meine Kontaktdaten. Zögern Sie nicht, mich direkt anzusprechen. Wir lassen Sie mit Ihren Herausforderungen nicht allein. Wir können zwar nicht alle lösen, aber vielleicht können wir Ihnen dann einen Tipp geben, wer Ihnen helfen kann. Alle Neuigkeiten von der Inasys-Gruppe erhalten Sie natürlich auch über die sozialen Medien. Sie finden uns bei Facebook, Twitter, Xing und LinkedIn. Folgen Sie auch unserem Kanal auf YouTube. Hier werden wir alle Aufzeichnungen unserer Webcasts veröffentlichen. Auch hier einfach nach der Inasys-IT-Systemhausgruppe suchen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, dem noch keine Fragen vorhanden sind. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für die kommende Zeit, dass wir alle gesund und möglichst unbeschadet durch die turbulenten Zeiten kommen. Ihnen allen noch einen schönen Tag und um mit den Worten der Kanzlerin zu schließen, wir schaffen das.